Hallo, ich bin's, Alex. Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Im heutigen Video geht es um das allgemeine Warm-up. Ich möchte euch heute einige Übungen eines Lauf-ABCs vorstellen. Diese Übungen führe ich selbst sehr gerne im allgemeinen Warm-up aus, weil sie den Körper umfassend und nicht zu spezifisch erwärmen und man sich mental gut auf das Training vorbereiten kann. Ich beginne dabei mit ca. 2 Minuten lockerem Laufen. Es stellt eine geringe Belastung dar und eignet sich gut, um den Körper zu signalisieren, dass man sich auf ein Training vorbereitet. Wer nicht gern läuft, kann hier zum Beispiel auch gehen und dabei die Fußgelenke aktiv mitbewegen, also die Zehen ranziehen und beim Abdruck die Ferse heben. In diesen 2 Minuten drehe ich mich auch gern mal um rückwärts weiterlaufen zu können. Das bringt eine etwas andere Belastung und beinhaltet zudem noch eine koordinative Komponente, was das Abschalten vom Alltag erleichtert. Danach gehe ich über zu Seitstellschritten, wahlweise mit oder ohne Armbewegung. Alternativ können auch andere Elemente eingebaut werden, wie zum Beispiel Armkreisen oder Unterarmkreisen. Nach einigen Schritten wechsle ich die Seite und wiederhole das jeweils 2-mal. Darauf folgt ein Kreuzschrittlauf, bei dem die Beine abwechselnd vor und hintereinander vorbeigeführt werden. Auf diese Art wird die Hüfte und der Oberkörper ein wenig bewegt und mobilisiert. Diese Übung wird dann durch das Heben des hinteren Beines, wenn es nach vorn geführt wird, erweitert. Somit kann auch der Hüftbeuger schon ein wenig vorbelastet werden. Auch diese Übung führe ich 2-mal auf jeder Seite aus. Nun sind die Beine schon gut vorbelastet und ich wechsle zum Hopserlauf. Dabei ist es wichtig, auf einen aktiven Armeinsatz mit großer Bewegungsamplitude zu achten und das Knie aktiv nach oben zu schwingen. Diese Übung eignet sich im Anschluss sehr gut als koordinative Übung, indem man sie rückwärts ausführt. Dabei kann der Knieschwung natürlich etwas verringert werden. Zum Schluss führe ich noch einige kurze Sprints durch, natürlich nicht mit 100% Intensität. Nach diesen Übungen sollte die Atmung nun merklich gesteigert und die Konzentration auf das Training erhöht sein. Der Körper ist nun also bereit, sich mit speziellen Übungen auf die folgende Trainingsbelastung vorzubereiten. Diese speziellen Übungen zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt einige Ideen für das allgemeine Warm-up bekommen und probiert diese Übungen aus. Ich wünsche euch nun viel Spaß und freue mich wie immer über Likes, Abos und Shares. Bis bald, Alex.